Der Frieden des Herrn Jesus sei mit allen. Unsere lieben muslimischen Davagandisten von Iman TV haben in ihren Livestream Allah ist der Gott von Jesus gleich mehrere Lügen behauptet. Allah ist nicht Gott von Jesus. Eventuell von Isa bzw. Isa. Weiter steht in der Beschreibung, dass sie wieder über Islam reden. Weder die Propheten noch Jesus haben etwas mit Islam zu tun. Jesus, griechisch Jesus, ist die griechische Form des hebräisch-aramäischen Vornamens Jeschua oder Jeschu, beides Kurzformen von Jehoshua. Im Arabischen heißt Jesus Christus, Yasua al-Masih. Im Aramäischen heißt Jesus Christus, Yeshum Shihu. Im Hebräischen heißt Jesus Christus, Yeshua Mashiach. Yeshua al-Masih. Somit leitet sich der griechische Name Isus bzw. lateinische Name Jesus vom original aramäischen bzw. hebräischen Namen ab und nicht umgekehrt. Bevor Muslime die Evangelien kritisieren, warum diese auf Griechisch sind, sollten sie sich lieber überlegen, warum der Autor des Korans Jesus, Isa nennt statt Yasua. Der wahre Jesus ist in der Bibel zu finden. Im Koran wird Jesus 25 Mal fälschlicherweise Isa oder Isa genannt. Damit hat der Koran viel Widerspruch. Denken Sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach? Wenn er von jemand anderem wäre als von Allah, würden Sie in ihm wahrlich viel Widerspruch finden. Sure 4, Vers 82. Welcher Prophet ist von oben und nicht von dieser Welt? Und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Johannes Kapitel 8, Vers 23 bis 24. Ironischerweise erforschen unsere lieben muslimischen Mitmenschen die Schrift. Was sie aber finden werden, ist nicht Mohammed, sondern Jesus. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Johannes Kapitel 5, Vers 39 bis 40.